Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser DVD zur sizilianischen Pausenverteidigung. Ich bin Marco Baldauf, Schachgroßmeister und spiele für die Schachfreunde Berlin in der Bundesliga. Das ist bereits mein viertes DVD-Projekt und ja, ich freue mich gemeinsam mit meinem Kollegen hier, der sich auch gleich noch vorstellen wird, Sie in den kommenden Stunden eben durch eine ganz faszinierende Öffnung begleiten zu dürfen. Ja, hallo, von meiner Seite auch. Mein Name ist Alexander Seib. Ich bin internationaler Meister. Nur, muss man leider sagen, Marco hat es ja schon ein bisschen weitergebracht. Ich spiele auch wie Marco für die Schachfreunde Berlin in der Bundesliga. Ich bin neu hier bei ChessBase, habe bisher noch kein Video aufgenommen. Freue mich, wird ein ganz spannendes Projekt, denke ich. Genau, und wir machen die Paulsen-DVD. Sehr spannende Sache. Wir haben, glaube ich, selber schon viel gelernt in der Vorbereitung. Genau, Und du kannst jetzt, glaube ich, mal zu unseren Zielen ein bisschen was erzählen. ich werde jetzt einen ganz, ganz kleinen, groben Überblick geben. Und so ein bisschen was über meine Beziehungen zu dieser Variante erzählen, die vielleicht den einen oder anderen interessieren mag. Paulsen war meine erste Eröffnung, die ich gelernt habe, während die meisten Kinder ja lange Jahre erstmal erstens E5 spielen, hat mich mein Trainer schon sehr früh darauf gebracht, doch zum Sizilianer zu greifen. Und ich glaube, ich habe 7, 8 Jahre ausschließlich eben Paulsen gespielt. Ganz, ganz tolle Siege damit gefeiert, auch ein paar schmerzhafte Niederlagen einstecken müssen, wie das ja vermutlich so ist. Und ja, jetzt, als ich dann so 2-2, 2-3 erreichte, Elo, habe ich die Sache ein bisschen bleiben lassen, mich dann solideren Varianten zugewandt und freue mich jetzt aber umso mehr, das jetzt wieder mit dieser DVD auffrischen zu können und auch aus meinem großen Erfahrungsschatz, den ich da habe, bisschen sie davon zehren zu lassen. Und den Alex habe ich mir hier ins Boot geholt als generell sehr versierten Eröffnungsspieler, als großen Neidorf-Experten, ne? Der sich generell im Sizilianer sehr gut auskennt und insbesondere auch mit Weiß sehr viel gegen Paulsen schon gespielt hat. Und das dachte ich mir, auf der einen Seite ist das vielleicht ein bisschen witziger, wenn man sowas zu zweit macht. Man hat hier dann auch eine ganz gute Zeit in Hamburg. Aber ich insbesondere war ich natürlich auf den schachlichen Input auch angewiesen. Alex kennt natürlich aus weißer Perspektive das nochmal auf einem sehr hohen Niveau, der da Bundesliga und internationaler Meister und da wirklich ein gutes Repertoire mit Weiß auch dagegen hat. Und ja, das war eben sehr interessant, der Austausch. Und genau, Alex wird es jetzt noch ganz grob durch die, unseren groben Fahrplan, den wir hier aufgestellt haben, durchführen. Genau, wir beschäftigen uns mit der Paulsen-Variante, die hier entsteht nach E4, C5, Springer F3, E6, D4, CD, Springer D4, A6. Das ist so, kann man sagen, unsere Grundstellung. Ja, wir werden uns hauptsächlich drei Systemen widmen. Das ist, wenn Weiß hier Springer C3 spielt und nach Dame C7 dann mit Läufer D3 uns attackieren möchte. Das ist oft verbunden mit Ideen hier am Königsflügel. Vielleicht mit einem F4 und F5 oder F4 und E5 verbunden. Der zweite große Aufbau ist hier, wenn Weiß Läufer D3 spielt. Das ist der erste Aufbau gewesen, den ich immer mit Weiß gewählt habe. Lange Zeit wurde auch in einem Repertoirevorschlag von Kalifmann damals sehr populär gemacht. Die Idee von Weiß ist hier, dass er unter Umständen noch C4 spielen kann und dann erst Springer C3, was ihm ein bisschen mehr Zugriff aufs Zentrum sichert und eben auch hier wieder mit dem Läufer nach A7 schielt. Genau, der dritte große Aufbau ist so die Marocchi-Struktur, wie ich es nennen würde. Und wir spielen dagegen dann hier. Dann C7. Läufer E2 beispielsweise, Läufer B4 oder A3, B6. Das ist Igel-Struktur, nennen wir das. Schwarz wird hier noch D6 spielen. Und das ist so der dritte große Komplex, eher positioneller veranlagt als beispielsweise jetzt hier nach Läufer D3, wobei es hier noch eher Richtung Königsangriff schielt. Genau, daneben werden wir noch einige kleinere Nebenvarianten besprechen. Das mögen Nebenvarianten mit G3 sein, das mögen Nebenvarianten nach Springer C3, damit C7 mit Läufer E3 sein, die nicht so gut sind, wie wir sehen werden, oder mit Läufer E2, ganz klassischer Sizilianer. Das in der gebotenen Kürze, die Hauptaugenmerk liegt sicher hier auf dieser Stellung nach 5. C4 für Weiß. Gibt es einige Feinheiten, die man beachten muss, warum hier A3 kommt und warum vielleicht Läufer E2 besser ist oder
kritischer ist. Genau, das wird der Großteil unserer Videos sein. Genau, vielleicht kann ich da auch noch mal ganz kurz einhaken. Ja, für mich als Pausenspieler war früher, das war immer ein Geschenk, wenn jemand C4 gegen mich gespielt hat, das Springer F3, Springer C3, Dame C7. Ja, das ist halt irgendwie dieser Igelaufbau. Man stellt sich dann hier ganz flexibel hin und spielt da so eine Abwartestrategie. Das ist ein sehr positionelles Schattenboxen, das da entsteht, wo man viel Geduld mitbringen muss und wo es aber ganz fantastische Pläne für beide Seiten gibt, die wir dann ausführlich darlegen werden. Genau, und einen ganz anderen Charakter nehmen die Stellungen an. Ja, zum Beispiel in dieser Variante mit Läufer D3, wo Weiß wirklich den Schwarzen spätestens dann im 7., 8., 9. Zug wirklich anspringt und ein ganz scharfer Kampf entsteht. Also es ist für jeden Geschmack hier was dabei, denke ich. Genau, aber wir sind eigentlich mit Schwarz auch immer darauf aus, den Federhandschuh ein bisschen aufzunehmen und wirklich aktiv dagegen zu spielen. Haben auch, denke ich, viele Konzepte entwickelt, in denen Schwarz dann da probiert, das Ruder an sich zu reißen und Gegenspiel zu erlangen und vielleicht auch schnell in Vorteil zu kommen. Und ja, ich denke, das ist gerade, wenn man auf Clubniveau spielt und der Gegner vielleicht dann ein bisschen abwartemäßig, schablonenhaft spielt, hat man hier gute Möglichkeiten, schnell in Vorteil zu gelangen. Das sind unausgewogene Stellungen, was man zum Beispiel, du hast ja angesprochen, dass du jetzt mittlerweile E4, E5 machst. Schwarz steht sehr solide, aber da den Gegner zu überspielen, das dauert eben ein bisschen länger als in diesen ungewohnten Stellungen, würde ich sie einfach mal nennen, nach Springer, nach C5 und hier geöffnete Stellung. Ja genau, um unser Repertoire abzuschließen, haben wir nach E4, C5 noch ein paar Nebenvarianten uns angeguckt. Das ist natürlich einerseits der geschlossene Sizianer mit Springer C3. Wir haben uns mit C3 beschäftigt, auch der C3 Sizianer, eine häufige sehr Waffe. Sehr beliebt, ja, und sehr nervig. Es gibt einige Spieler, die das ausschließlich mit Weiß spielen. Man muss wissen, was man macht, aber ich denke, auch da haben wir ein vernünftiges Konzept gefunden. Genau, und dann haben wir uns noch in gebotener Kürze mit irgendwie exotischen Gambits wie B4 beschäftigt, D4 Mora Gambit beispielsweise noch. Den Grand Prix-Angriff. Grand Prix-Angriff, das wäre hier noch mit F4 noch. Genau, so ein paar Exoten. Ungewöhnliche Sachen, die man doch hin und wieder mal antrifft und wo man auch wissen sollte, was man macht. Genau, das soweit zur DVD. In den kommenden, ja, ich denke, es sind so 7 bis 8 Stunden, ja, werden wir jetzt dann das Step-by-Step durchgehen und da wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei.